habe jetzt die Ehre und die Freude, Herrn Professor Dr. Gerd Antes vorzustellen. Er ist von Haus aus Mathematiker und Biometriker und hat nach Stationen in Berlin und Bremen und Freiburg und diverse andere Städte war er jahrelang auch Direktor des Cochrane-Zentrums und, was ich auch sehr wichtig finde, Mitbegründer des Deutschen Netzwerks für evidenzbasierte Medizin. Und ich freue mich jetzt sehr, etwas darüber zu hören, über die wissenschaftliche Praxis und Evidenz versus Big Data und künstliche Intelligenz. Herr Antes, kommen Sie bitte auf die Bühne. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Und ich möchte beginnen mit der Feststellung auch an die Veranstalter, dass ich zutiefst beeindruckt bin von der Qualität der Vorträge heute Morgen. Und dass ich froh bin, sie nicht vorher gehört zu haben, sonst hätte ich meinen Vortrag auf 2 Stunden ausweiten müssen. Ich mache jetzt sozusagen direkt weiter bei dem Vortrag eben, indem ich jetzt sozusagen in die Zukunft schaue, in die digitale Form der Kurpfuscherei. Und ich lasse nochmal ein Fragezeichen dahinter stehen. In Deutschland immer noch unüblich, man sollte eigentlich gerade bei diesen Themen angeben, wer einen bezahlt und finanziert. Und da wird immer wieder, Sie sehen hier oben, seit dem 31. Oktober bin ich in Ruhestand, jetzt habe ich in München eine Anbindung ohne Vergütung, was eine Riesenrolle spielt dabei, das sind die nicht monetären Konflikte, die nicht unmittelbar in Geld messbar sind, aber immer im Hintergrund mitschwingen. Und da bin ich natürlich sehr stark geprägt durch die letzten 20 Jahre. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück auf die Vorgänger von der SCAPCON und dann gehe ich mal über die Digitalisierung, Nutzen-Risikokosten, erkenntnistheoretische Klippen auf die Realität. Und das Ganze ist mit sehr gefüllten Folien sozusagen eine Geschichte, die ich erzähle. Ich gehe nicht auf alles im Einzelnen ein. Die klassische Welt, die ich aus Studien zusammenfasse und dann Empfehlungen daraus abwickeln kann, habe ich 2012, da war der Kongress international einmal in extenso vorgestellt. Dann noch weiter vorher habe ich mal auseinandergenommen, was ist eigentlich da mit diesem komischen Spielchen? Ich denke an jemanden und der ruft an. Und die Frage ist ja, wenn ich das auseinandernehme, das Telefon klingelt und ich denke gerade an jemand und das wird ja mal aufgebauscht. Kennt jeder. Und dann habe ich das nur einfach auseinandergenommen und gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn das Telefon klingelt und ich denke nicht an den oder andersrum, ich denke an den, das Telefon klingelt leider nicht oder beides passiert nicht. Und Fragezeichen, 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 das Ganze habe ich 2009 in Hamburg auseinandergenommen. Und was wir, und das ist das Krebsgeschwür der Erkenntnis, und auch den ganzen Morgen war das immer irgendwie mitschwingend, wir sehen einzelne Ereignisse, bauschen die anekdotenhaft auf und vergessen die anderen 3 Zellen. Das Erste, wenn mir jemand sowas präsentiert, sage ich immer, sag mir die ganze Wahrheit. Und normalerweise ist das Schweigen 100%. Ich habe das damals gemacht, weil das Thema der Tagung, ich kriege das nicht mehr ganz genau zusammen, soweit ich mich entsinne, war sogar das Oberthema der Tagung, Opa starb und die Wanduhr blieb stehen. Und da habe ich natürlich gefragt, und wie oft bleibt die Wanduhr stehen und Opa stirbt nicht? Ja? Und das Ganze, und ich bin deswegen auch ganz ernsthaft dabei, retrospektiv finde ich immer was Spektakuläres, was ich aufbauschen kann, alles andere wegtun und dann habe ich die Geschichte und daraus wird Glauben. Das stabilisiert auch viele der Themen, die wir hier gerade behandeln. Und wie ernst das ist, sieht man daran, die Journalistin von der Zeit, die war davon so beeindruckt, dass sie diese kleine Geschichte, wie genial ich das erklärt habe, in die Zeit an exponierter Stelle geschrieben hat. Glücklicherweise habe ich ihr verschwiegen, dass ich das schon 1980 verstanden hatte. Aber das sieht man, wie einfache Dinge, die man empirisch sofort auch überprüfen kann, völlig von dem wissenschaftlichen Hintergrund losgelöst sind. Und das war auch 2009, genau nach der Tagung. Und wenn man jetzt mal sieht, diese ganze Komplexität schon bei den Einzelnen, wenn man das jetzt rüberbringt in die Medizin und sich anguckt, ich will jetzt irgendwie für diesen armen Patienten Neumann global, weltweit das Wissen so zusammenziehen, dass ich für ihn die optimale Entscheidung treffe, dann kann man sich leicht vorstellen, dass diese mikroskopischen Probleme sich makroskopisch natürlich in alle Richtungen fatal fehlentwickeln können. Ja, und deswegen über die letzten 80 bis 100 Jahre hat sich ein System entwickelt, wir picken nicht, sondern wir machen lokal optimale Studien und bauen daraus die Gesamterkenntnis zusammen. Das nochmal als Bild, was ich jetzt schon seit 15 Jahren, glaube ich, in der Form zeige. Sie sehen diese beiden Welten,
oberhalb der roten Linie die Generierung von Evidenz, unten die Abnehmer. Was wir auch sehen, ist, dass 50%, wie eine Naturkonstante, von dem, was oben begonnen wird, immer noch im Nirvana verschwindet und nicht publiziert wird. Ja, das wissen wir durch die erste Studie in Sydney seit 1986. Und die ganze Zeit auch, dann sieht man auch immer die Zeiträume, denn das passiert, sozusagen Parallelentwicklungen auch zu dem, was wir gerade eben gehört haben, der Versuch ernsthaft da Grund reinzubringen in die ganze Angelegenheit, begann 68. Und zwar nicht in Großbritannien, was meistens gedacht wird, sondern in der McMaster-Universität in Hamilton. Das ist mitten in Kanada. Und das ganze System, nur noch zusammenfassend gesagt, was ich eben 2012 auch schon vorgestellt habe, war immer dieses Fünfer-Schema, eine präzise Fragestellung zu formulieren, systematisch weltweit zu suchen, dann mit Qualitätsbewertung 95% wieder rauszuschmeißen von dem, was man gefunden hat, zusammenzufassen, interpretieren. Das Buch haben wir auch 2011 geschrieben, da finden Sie auch diese ganzen Prinzipien. Und dann kommt das raus hinten, die Darstellung heute ist ein sogenannter Forest Plot. Und ich sage immer, obwohl es nicht funktioniert, dass das eigentlich jeder Arzt lesen können müsste. Ja, das ist sozusagen das wissenschaftliche evidenzbasierte Fundament für das, was der Arzt tut. Und davon gibt es inzwischen Zehntausende. Und das Gerüst davon war, auch da gehe ich alles im Einzelnen durch, im Prinzip die Qualitätskriterien an guter Wissenschaft. Das, was ich hier groß rot rausgenommen habe, ist eben die Good Scientific Practice, den Qualitätsbegriff, Risk of Bias, also alles, das, was heute Morgen auch immer wieder angesprochen worden ist. Und Sie sehen auch den Begriff Krise der Wissenschaft. Die Wissenschaft torkelt im Moment, wie wir gleich sehen werden. Und das Grundmodell dabei ist inkrementeller Fortschritt. Ich habe hier vorne gesehen, da steht Evolution. Ja, wir werden gleich sehen, dass man das auch anders sehen kann. Und wenn man dann mal drauf schaut, was das eigentlich wissenschaftlich heißt, sehen wir, dass wir in einer Welt sind, die viel komplexer ist, als das Modell eben dargestellt hat. Das ist praktisch nur die erste Ebene. Also wir haben hier da oben die rigide Methodik, dann gibt es die Forderung, macht den ganzen Aufwand da oben nicht, sondern nehmt die Real-World-Data, nehmt die Krankenkassendaten, nehmt die Belegdaten von den Kliniken. Das habe ich mal zu weich gemacht. Und dann haben wir hier Real-World-Data XXL und das ist gegenwärtig eine methodikfreie Zone. Und wenn Sie das im Zusammenhang sehen wollten, das ist überragend qualitätsmäßig aufgezeichnet worden bei der Arbeit dort vom, habe ich eine Punktlandung gemacht, fast genau eine Stunde bei dem Center. Übrigens die Folien, wenn das der Veranstalter nicht bereitstellen kann, was er eigentlich zugesagt hat, dann können Sie mir eine E-Mail schreiben und dann kriegen Sie auch von mir die Folien natürlich. Und das habe ich jetzt erweitert und dann sieht man, wie dramatisch das ist. Da habe ich mal unten als vierte Ebene dazu genommen, Fake News. Und dann sieht man gleich, dass das hier, wenn das hier schon methodenfrei ist, dann haben wir hier natürlich alles das, was gerade eben auch wieder besprochen worden ist, diese Verselbstständigung von Glauben, dann natürlich auch die vorsätzlichen Manöver, Wahlbeeinflussung durch Bots. Aber die Grenze hier, die ist praktisch nicht sauber zu ziehen. Das schwappt in beide Richtungen rüber. Und das macht es natürlich für sowohl für Patienten wie auch für Ärzte extrem schwierig. Und die Frage ist, ich habe gesagt, die Wissenschaft schwächelt. Jetzt habe ich hier die Folien rausgenommen, aber Sie erinnern sich vielleicht, letztes Jahr, ein Aspekt davon ist die sogenannte Predatory Publishing, Räuberzeitschriften. Und die werden genau auch gegenwärtig ausgenutzt. Ich kann Ihnen Beispiele zeigen, wo zum Beispiel Heilpraktiker ein Medikament aufgebaut haben, wissenschaftlich, indem sie genau in den Zeitschriften Artikel publiziert haben dazu, wissenschaftlich. Das können Sie als Laie nicht erkennen, dass das alles gefaked ist. Ja? Und deswegen habe ich das hier nochmal reingenommen, aber ich sage dazu nicht mehr. Das ganze Erkennen von Tatsachen oder auch von dem, was ich richtigerweise machen sollte, geht immer vom Patienten zum Patienten. Und da sehen Sie jetzt hier vier Säulen. Das ist so Cochrane pur, nur über Literatur. Dann kann man alle Daten wieder auswickeln, das Ganze neu analysieren. Das dauert ein halbes bis ein Jahr, das dauert teilweise 3 Jahre, weil Sie alle standardisieren müssen. Und neuerdings geht es auch über Zulassungsdaten oder über die Reports. Und die beiden Rechenspalten sind natürlich nur zugänglich für Arzneimittel. Deswegen ist vieles von dem, was hier thematisiert wird, dort in der Weise nicht zugänglich. Aber die Frage, die über allem schwebt, ist, wem kann ich eigentlich vertrauen? Und die Frage ist extrem schwierig zu beantworten. Da ist einmal jetzt die Forderung nach der zweiten Ebene, einfachere Quellen, Real-World-Data. Und da habe ich nur als eine Arbeit hingestellt, die finden Sie sofort im Deutschen Ärzteblatt. Das sind keine geeigneten
Methoden für randomisierte Studien. Ja, sie fangen sich da so viel Fehler ein, dass sie auf dieser Risk-of-Bias-Tabelle dort einfach schlechter aussehen. Und die Messlatte dafür, die ist immer Risk-of-Bias. Der Begriff ist heute schon viel gefallen. Und das ist auch wieder nur in der vereinfachten Form, die ist heute völlig überholt. Aber nur, dass man das Prinzip nochmal sieht. Von der Zusammenfassung ganz oben sehen Sie dann die randomisierten Studien, dann geht es runter und unten ist der nicht transparente Experte. Und das Konstruktionsmerkmal davon, theoretisch, mathematisch, statistisch, ist immer nur die Anfälligkeit für Bias. Sie sind oben einfach robuster. Und deswegen ist, was Vertrauen angeht, das Vertrauen fallend darunter. Und das Ganze gibt es auch heute, sehen Sie hier von der University of Bristol, ist nur auch bei uns, selbst den meisten Methodikern, nicht bekannt. Es gibt diese Toolsammlung. Also Sie haben einfach die Werkzeuge, wie Sie sowas machen, teilweise mit Checklisten, Risk of Bias Assessment Tools, und da sehen Sie auch oben die rot unterstrichene Linie, das sind gerade Beobachtungsstudien. So, und jetzt kommen wir dahin, wo ich hin wollte, nämlich zu der Lösung aller Probleme. Methodikfrei natürlich, das macht es alles einfacher. Ja, dieses Big Data, Sie können anfangen, wo Sie wollen, können Sie nicht alleine diskutieren, ohne gleichzeitig künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Vernetzung, und Sie kennen die ganzen Schlagworte, Maschinenlernen, personalisierte Medizin, Präzisionsmedizin und auch Translation und Innovation sind untrennbar damit verbunden. Die Vernetzung hier hat noch eine besondere Rolle, weil sie ein trojanisches Pferd ist, sozusagen uns reinzuziehen in die Vernetzung, und das werde ich gleich zeigen, damit man an unsere Daten kommt. Und ich habe jetzt auch gleich nochmal dazu getan, zeige ich gleich auch nochmal, wir brauchen auch den Blick auf künstliche Dummheit. Und dann sind wir auch schnell bei der humanen Dummheit und dann wird es ganz kritisch, aber ich kann Sie damit leider nicht verschonen. Big Data ist ganz stark geprägt von diesem Buch. Wer kennt dieses Buch? Die üblichen 0,005%. Gut, ich verdoppel. Ja, das ist geschrieben worden von einem Journalisten, Kenneth Cooke, und einem Juristen, Österreicher, und ist für mich immer ein gutes Beispiel dafür, wie man einen Hype erzeugen kann, ohne richtig zu verstehen, was man da geschrieben hat. Das ist, glaube ich, inzwischen in 20 Sprachen übersetzt. Wenn man weiter zurückgeht, wo die Ideen herkamen, dann sieht man, das ist frei im Internet zugänglich, eine ganz berühmte Arbeit, die überall zitiert wird, ja, aus dieser Zeitschrift Wired Magazine. Eine sehr, sehr gute Zeitschrift, die immer wieder provokative Artikel publiziert. Nur damit eigentlich nicht beabsichtigt, dass damit die nächsten 10 Jahre geprägt werden, sondern das ist eine Provokation. Und Sie sehen hier das Schlagwort, ich habe es drunter übersetzt, das Ende der Theorie. Also da wurde wirklich die Theorie zusammengefaltet, weil die Datensintflut sie einfach überflüssig macht. Und das ist natürlich ein starkes Argument, sind ja auch jetzt schon über 10 Jahre her. Wenn man auf die Definitionen schaut, dann sehen Sie, dass als Beispiel bei Big Data, aber das gilt auch für alle anderen, es praktisch nicht sauber definiert ist. Eine Definition im logischen Sinne hat ja eigentlich den Zweck, ich habe was, guck drauf und dann gucke ich auf die Definition, dann ist es das oder nicht. Die Frage können Sie hier nie beantworten. Sie sehen die 3 Vs, die werden dort immer angegeben. Volume, also es muss groß sein, Velocity, es muss schnell sein und es muss möglichst verschieden sein, Variety. Und dann wird dort angegeben, dass man praktisch damit, wenn man das jetzt mal so hat, alles von sozialen Netzwerken über Musik bis sonst wohin, bis zu den Sensoren in einen Topf wirft, Big Data drüber schreibt und danach saubere Ergebnisse hat. Man muss, glaube ich, kein Mathematiker sein, um einzusehen, zumindest vorsichtig zu sein, dass das vielleicht nicht so funktionieren könnte. Ja, wenn Sie mal draufschauen, jetzt auf Definition, aktueller Begriff, dann sehen Sie hier Big Data und dann finden Sie immer wieder die Schlagworte. Ich gehe nicht im Einzelnen auf alles ein, aber Big Data ist ein Bündel neu entwickelter Methoden und Technologien und so weiter und so fort. Großes Innovationsthema. Wenn man genauer hinguckt, sieht man hier, die Medizin soll nicht mehr reaktiv sein, sondern präventiv und personalisiert. Wenn Sie in der Phase sind, ist McKinsey immer dabei. Die wissen dann schon sofort, das ist 222 Milliarden pro Jahr oder in Europa sogar 250 Milliarden pro Jahr erspart. Wenn Sie auf diesen 2,5 Seiten genauer hingucken und suchen, das Wort Ergebnisqualität kommt es nicht vor. Oder Verbesserung klinischer Outcomes kommt einfach nicht vor. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo das herkommt, manchmal mache ich das Ratespiel, aber dafür habe ich die Zeit heute nicht, das war die Expertise für den Deutschen Bundestag. 2013, das hat von Ihnen wahrscheinlich auch noch niemand wahrgenommen, da finden Sie jetzt diese Schlagworte
Und dann denkt man, naja, okay, das war 2013, als Anfangspaper kann das ja mal ganz gut gewesen sein. Das ist bis danach mit einem Mini-Paper ergänzt worden, aber sonst ist es nie revidiert worden. Also alle diese Versprechungen, die ich jetzt gleich noch mehr ausbreiten werde, die sind dort dem Bundestagsabgeordneten so nahegelegt worden. Unglaubliche Literatursammlung, sehen Sie hier, drei. Die beiden Namen sind dabei. Da ist nicht mal das Buch zitiert worden, sondern nur ein Artikel, aber die Botschaften sind die gleichen. Sie sehen da oben kausale Zusammenhänge, nun zunehmend durch statistische Korrelationen abgelöst. Also alle Schlagworte, die man sich vorstellen kann, kommen davor. Und um die Abgeordneten nicht zu überfordern, hat man das auch nicht an Wissenschaftler aus dem Bereich gegeben, sondern eben hier an die Redaktion Kultur, Medien und Sport. Und das hat offensichtlich funktioniert. Wenn Sie jetzt weiter gucken, ich nehme jetzt nur mal sozusagen die Kernbotschaften daraus und nichts davon ist übertrieben, obwohl die meisten Leute mir das vorwerfen. Sie sehen hier, das Zeitalter der Kausalität ist vorüber. Wir sind bereits mitten im Zeitalter der Korrelation. Kausalität aufgrund ausreichender Daten ist völlig ausreichend. Jedes Problem lässt sich durch mehr Daten leicht lösen, n gleich all. Notwendig dafür ist aber natürlich der ungehinderte freie Zugang zu allen Daten. Das heißt natürlich jetzt ganz oben, also ich selbst habe Generationen von Medizinstudenten versucht, das auszutreiben, dass Korrelation Kausalität ist. Jetzt bin ich im Ruhestand, das hat sozusagen, naja, passt zusammen, zeitlich zumindest. Ist nicht mehr so wichtig. Und das Eckpfeiler der Wissenschaftlichkeit, die den meisten von Ihnen hier sicherlich vertraut sind, sind damit explizit offen ausgeschaltet worden. Und was man auch sieht, ich habe eben schon gesagt, Ergebnisqualität, der Patient kommt nicht mehr vor, das Ganze wird durch Surrogates der Technik. Also mehr Pixel ist sozusagen schon mal automatisch besser für die Patienten. Und das hat sich verdichtet. Und die fundamentalen Widersprüche, das wird auch meist übersehen. Es sind unstrukturierte Daten, die dort sozusagen im Vorbeigehen analysiert werden können. Die deutsche Kohorte zum Beispiel, die ist riesig mit 100.000 Patienten oder Gesunden. Das ist nicht Big Data, die ist gut strukturiert. Und was noch dramatischer ist, und das ist natürlich ein genialer Kunstgriff, die Medizin leidet darunter, dass sie die Ergebnisse, die sie produziert, gerade die spektakulären, nicht reproduzieren kann. Und da gibt es zum Beispiel Kurven, das nennt sich Rejection Watch. Es werden immer mehr Artikel zurückgezogen, weil die Ergebnisse einfach erfunden, leicht gefälscht, schwer gefälscht sind. Und damit, man kann das hier nicht machen, weil die Datenwelt so schnell wächst, man kann nie zurück. Damit ist sozusagen die Reproduzierbarkeitskrise der Wissenschaft gelöst. Genialer geht's nicht. Wir haben das größte Problem vom Hals. Und dann sagen die Leute, naja, ist ja ein bisschen übertrieben, ist ja ein normaler Fortschritt. Dann sehen Sie hier den zweiten Autor von dem Buch, das ich genannt habe. Und das ist aus dem Vortrag von ihm. Und das ist die Botschaft. Oder ich habe es nochmal deutlicher gemacht, n gleich all. Der Ton, die finden Sie leicht im YouTube, die Sachen. Der Ton hat was Religiöses. Ich bin mal ganz böse. Und erinnert teilweise an die Bibelstunden, die Sie morgens auf den privaten Fernsehsendern haben. Ja, da werden Daten beschworen und die Zukunft damit an die Wand gemalt, die eigentlich so selbstverständlich nicht funktionieren kann. Und wenn Sie jetzt mal auf die wissenschaftlichen Beweise gucken, dann sehen Sie auch ganz schnell, dass, Sie kennen die ganzen Beispiele, wo der Computer die Weltmeister im Schach geschlagen hat oder Go oder inzwischen eben auch Pokern. Aber welcher Patient geht schon gerne zum Pokerspieler? Ja, das sind die Sachen, die immer mitschwingen, aber wenn Sie auf die Beispiele schauen, die Grippevorhersage von Google ist nach 2 Jahren nach der Schweinegrippe völlig an die Wand gefahren worden. Die Krebserkrankung von Steve Jobs, der hat den Pankreaskarzinom, was er selbst, das war im Prinzip eine heilbare Form, wie soll man sagen, das klingt jetzt zu zynisch, er selbst hat sich keinen Gefallen getan, weil er versucht hat, das mit Ernährungsalternativmethoden in den Griff zu kriegen. Und als er auf die Schulmedizin umgeschaltet hat, da war es zu spät. In dem Buch Data steht, seine Vorhersage traf zwar leider nicht ein, aber die Methode, die Auswertung aller und nicht eines Teils der Daten, verschaffte ihm wohl mehrere zusätzliche Jahre Lebenszeit. Das ist bestenfalls nicht bewiesen, aber ich finde, es ist eine glatte Lüge. Ja? Und das ist wunderbar aufgeschrieben, weil die Biografie von Steve Jobs überragend gut ist, weil der Autor viel Zeit mit ihm verbracht hat, bevor er starb. Dann gibt es natürlich anekdotische Beispiele, die fast immer die Geschwindigkeit betonen, zum Beispiel in der Dermatologie, ja, Krebspräkanzerosen erkennen, kann schneller gehen, aber wenn Sie mal die Studien angucken, sind die Ärzte immer unglaublich unter Zeitdruck gesetzt worden und da ist natürlich die Maschine unschlagbar, aber, und das ist in dem Buch sofort nachzulesen,
Der wahre Treiber ist hier die Fraktion GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft. Und, Sie kennen vielleicht das Buch oder auch den Film The Circle, ein unglaublicher moralischer Druck, dass dieses automatisch die Welt besser macht und wir nicht dem im Wege stehen dürfen. Jetzt kommen die schwierigsten Folien. Die Basis von dem Ganzen ist intuitiv völlig klar, mehr Daten sind besser, sind mehr Informationen. Und diese Aussage ist so falsch, wie sie nicht falscher sein könnten. Und das ist der ehemalige, der nach 5 Jahren Dekan von der Fakultät für Arts and Science in Harvard. Und da sehen Sie hier die Überschrift, die Arbeit ist für Sie völlig unleserlich, versuchen Sie es nicht. I got more data, also ich habe mehr Daten, die Modelle werden feiner, aber die Schätzer werden schlechter, salopp gesagt, bin ich denn blöd. Und da unten ist die Antwort. Ich habe nur den ersten Satz rausgeholt. Do additional correct data always help? The answer is clearly no. Warum ist das so? Sie sehen hier nochmal die Schlagworte. Es gibt Paradoxien. Sie können einfach durch immer mehr wachsende Daten in Probleme reinkommen, die der normale, nicht theoretisch vorgebildete Wissenschaftler auch nicht erkennen kann. Hier sehen Sie das Paradoxon Precision Medicine aus Kanada und immer Top-Adressen. Nature Reviews. Auch ein Name, den Sie vielleicht kennen, der hat das Buch Der schwarze Schwan geschrieben, Nassim Taleb, und hat jetzt eine Professur für Risiko Engineering. Beware the big era of big data. Und das hier ist die Kurve, die es beschreibt. Wenn Sie, und wir reden nicht über 100 Variablen, sondern wir reden wirklich alle, 2500 Variablen reinnehmen, dann gibt es Korrelationen, die nennt man hier spurious correlations. Ich zeige gleich, was das ist. Die wachsen schneller als die Zunahme. Ganz schwer, kontraintuitiv, nicht leicht zu verstehen. Aber inzwischen, ich habe lange geknobelt, wie ich das vermittle. Ich suche die Nadel im Heuhaufen und wenn ich es so mache, wie es da beschrieben wird, dann vermehre ich nur das Heu. Und das ist natürlich nicht das, was ich eigentlich will. Das sind die spurious correlations. Ich nehme nur mal das Beispiel hier raus. Pro-Kopf-Konsum Käse in den USA. Und die andere Kurve ist die Anzahl der Leute, die sich im eigenen Bettlaken erdrosselt haben. Und die sind korreliert. Dann sagen die Leute, nee, das ist eine Scheinkorrelation. Nee, das ist keine Scheinkorrelation, die sind korreliert. Die Zahlen sind korreliert. Aber es macht keinen Sinn. Das kann der Mensch sofort erkennen. Und wenn man jetzt dieser Logik folgen würde, würde man sagen, stell morgen den Käsekonsum ein und du verringerst dein Risiko. Das kann die Maschine nicht erkennen. Das könnte die Maschine nur erkennen, weil sie hat ja nur Lerndatensätze, wenn der gesamte Schwachsinn dieser Welt in diesen Lerndatensätzen drin wäre. Aber der Schwachsinn ist unendlich groß. Wie kriege ich den zu fassen? Und außerdem müsste er manuell vorher klassifiziert werden als Schwachsinn. Und das kann nur der Mensch. Über diese Falle lesen Sie praktisch nichts. Die Auswirkungen davon sind, und das kann man hier im Englischen immer sehr schön auch salonfähig formulieren, Bullshit Generator, systematische Erzeugung von falsch positiven Erkenntnissen. Ja, und das ist, da wäre zum Beispiel hier auch dieses Telefonklingeln und jemand ruft an, auch wahrscheinlich dort im Netz hängen bleiben. Das Ganze hat jetzt über die letzten Jahre sofort dazu geführt, dass natürlich jetzt Sensoren auf den einzelnen Patienten gehängt werden. Das Ganze ist jetzt wieder sozusagen zurück in die 90er Jahre. Das ist einfach eine Einzelfallbeobachtung oder eine Fallserie, wo wir mal froh waren, Ende der 90er Jahre die loszuwerden. Natürlich gerade an der Spitze immer die Technikerkasse, ist ganz begierig, diese Daten in die Patientenakte reinzukriegen. Aber nicht, weil sie ein Konzept haben, sondern um schneller zu sein als Google. Und wenn Sie das noch weiter anschauen, dann sehen Sie jetzt, was da eigentlich passiert. Und das ist ein kleines Desaster. Vorher habe ich gesagt, in der langen Liste der positiven Eigenschaften von Wissenschaft, das Ganze ist prospektiv. Ja, ein Grundwert von guter Wissenschaft, die weniger anfällig ist als andere Sachen, ist prospektiv. Hier gehen Sie jetzt praktisch retrospektiv in die vorhandenen Daten und jetzt haben Sie die ganzen Schlagworte, Big Data, Machine Learning, Dr. Watson und wo stehen wir da eigentlich? Und da muss man sich auch wieder sozusagen zu Gemüte führen, dass die Digitalisierung nicht neu ist, sondern gegenwärtig nur als neu verkauft werden muss, um diesen Hype zu fördern. Und wenn Sie zurückgehen, sehen Sie da oben Turing. Turing hat die deutsche Verschlüsselung beim deutschen Militär schon mit Methoden geknackt, wo auch der Begriff ein paar Jahre später mit künstlicher Intelligenz vorkam. Eigentlich ist die Digitalisierung da, seit wir begriffen haben, dass die Welt sich in 0 und 1 kodieren lässt. Und das haben wir damals schon in der Schule gelernt. Und das überzeugendste Produkt, was wirklich vor
20 Jahren entstanden ist, ist MP3 mit deutscher Beteiligung. Ja, wir würden das, die Musik nie reinkriegen in unseren iPod, sondern das geht nur, weil wir das digitalisiert haben. Und jetzt sehen Sie die ganzen Schlagworte, die ich hier nicht durchgehe. Seit 80er Jahren kommen die Blasen hoch, verschwinden leise oder platzen laut. Und hinten sehen Sie jetzt die moderneren Sachen. Und das Ganze funktioniert ganz stur. Wenn man das mal im Blick hat, sieht man auch, dass es so ist. Es wird nur benutzen geredet und klassische Technikfolgenabschätzung hat immer noch zwei andere Dimensionen. Das ist auch als Methode seit 1960 in den USA völlig etabliert, ist auch bei uns das, was eigentlich vom gemeinsamen Bundesausschuss und vom ICWIC gemacht wird. Die anderen beiden sind genauso wichtig. Und wir haben hier teilweise Nutzenversprechen, das hat mich immer wieder gerade eben auch bei dem Vortrag daran erinnert, dass es einfach behauptet wird und nicht bewiesen wird. Und was passiert eigentlich jetzt? Und jetzt habe ich mal die beiden Sachen gegenübergestellt. Jetzt sehen Sie hier, Qualität ist praktisch verschwunden, Fehler gibt es nicht mehr. Immer wieder aus diesem Glaubensbekenntnis, dass die vielen Daten ja die Fehler ausräumen. Unsicherheit. Die Evidenzbasierung hat eigentlich über die letzten 20, 30 Jahre immer wieder das Prinzip entscheiden unter Unsicherheit und das auch zu formulieren entwickelt. Verschwunden, wir haben genug Daten. Klinische Outcome auch nicht. Wir haben jetzt praktisch eine Renaissance von Surrogates, technischer Art. Früher waren die immer in der Onkologie. Und das Ganze, jetzt kann man die Anleihe machen bei der Trumpschen Sprache, das Ganze wird jetzt disruptiv. Und vom BMBF gibt es ein Projekt zur Förderung von Sprunginnovationen. Das heißt, vergiss, wo wir gerade stehen, machen wir einfach was Neues. Und das ist gegen alle Prinzipien von dem, was da links steht. Und wenn man das mal versucht zu begreifen, dann muss man die Wissenschaft verlassen, dann sieht man einfach, dass das Ganze eine Ideologie geworden ist. Und das ist wunderbar beschrieben in diesem kleinen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung. Ja, da ist direkt wir Fingerwesen, wir sind jetzt inzwischen eine Digitalisierungsideologie, fallen wir zum Opfer. Und da sehen Sie hier, ohne dass ich auf Einzelheiten eingehe, die Kolonne marschiert, Google, neues Armband, frühzeitig erkennen, da ist es schon ein Armband gegen Krebs. Und wenn Sie dann sehen, Amazon, hier die Versprechung, Microsoft will das Gesundheitssystem transformieren. Es gibt aber auch inzwischen immer mehr die Gegenseite, das sehen Sie als Kopie von dem Begriff Pharmalüge, das ist die beste fast wissenschaftliche Ökonomiezeitschrift in der Schweiz. Alles das war aus dem letzten Jahr, das war September letzten Jahres, die Big Data Lüge. Wenn Leute genauer hingucken, sehen sie schon sehr schnell, wie löcherig das ist. Solche Leute gucken nicht genauer hin, das ist das Problem für uns. Und Sie kennen sie wahrscheinlich, die Frau Beer, die ist die Digitalministerin im Bundeskanzleramt und die beeindruckt mich immer damit, dass sie eigentlich in jedem Satz belegt, dass sie nicht versteht, worüber sie redet. Und das war dann irgendwann im Frühstücksfernsehen auch, wo die Volocopter einführungsreif bezeichnet wurden und da hatte ich das Gefühl, dass sie im Physikunterricht gefehlt hat, als die Schwerkraft durchgenommen wurde. So, da sehen Sie jetzt wieder, den Stempel habe ich sogar, Certified Bullshit. Die Frau Beer hat ja vielleicht wirklich gefehlt in der Schule, aber die Bundeskanzlerin ist Physikerin. Das kann da eigentlich nicht passieren. Und wenn Sie jetzt die Stränge mal zusammenführen, sehen Sie hier, Datensparsamkeit gefährdet unseren Wohlstand. Merkel verteidigt Big Data. Wenn Sie mal die Formulierung da oben reingucken, hier, da wird von der CDU-Politikerin Innovationsoffensive beschworen. Dann gibt es hier ein Beratungsgremium, Digitalberatungsgremium hier für die Bundesregierung. Und wer ist da Mitglied? Maya Schönberger. Ja, und das Spannende, und deswegen habe ich diese Folie heute Morgen noch gemacht, Merkel hat gestern vor 20.000 Leuten in Harvard einen Vortrag gehalten, der bejubelt worden ist. Der war auch gut. Aber sie hat mit Mengen nicht gesprochen. Das war schade. Ja, also die Abkopplung von diesen Entwicklungen, das ist ein Silo-Denken, par excellence. Und wenn man jetzt mal hinschaut, wo wir einfach stehen, dann sieht man hier, wird beschworen, das Buch, dafür muss man wirklich Schmerzensgeld haben, wenn man es lesen muss, das Ende des Zufalls, das ist ein so tiefgreifender Eingriff in Philosophie, das kann man nicht mal so eben runterschreiben und Daten machen es gar nicht. Dass der Autor es nicht verstanden hat, was er schreibt, schreibt er unten selbst. Dann habe ich bei einer Veranstaltung bei der KBV vor 3 Wochen diese Künstliche Intelligenz mal wirklich in der Folie gehabt. Das war die Leute so beeindruckt, das war innerhalb von wenigen Stunden eine Schlagzeile in der Ärztezeitung. Und da sehen Sie hier auch die Zukunft in der personalisierten Medizin versus mehr Daten bedeuten mehr Fehler. Debatin ist der neue Chefberater von Spahn. Ja, der hat auch eine Beratungsgruppe und ist da der Chefberater.
Aktuell sehen Sie hier, IBM hat 2011 versprochen, dass Watson die Krebstherapie revolutioniert. Die ist inzwischen hier vor 2 Jahren, MD Anderson in Houston ist die größte Krebsklinik der Welt, auch die beste, rausgeflogen, nachdem klar gewesen ist, dass die Ärzte besser entscheiden, nachdem das Krankenhaus 62 Millionen investiert hatte. Und das finden Sie hier, in Deutschland ist jetzt auch rausgeflogen, die Röntgenkliniken waren die letzten und der CEO hat hier gesagt, dass er irgendwann der Überzeugung war, wenn er Geld investieren sollte, dann doch vielleicht lieber in Las Vegas. Also härter geht's nicht. Und ich überziehe 5 Minuten, wenn es geht. Sie sehen hier, jetzt wird es nämlich ganz schwierig, der Ethikrat, der Deutsche Ethikrat, hat in 200 Seiten Expertise gemacht zu Big Data und da haben sie alle diese Sachen, die ich gerade eben versucht habe, in Kürze auseinanderzunehmen, repliziert. Sehen Sie hier, vernetzen am besten über Institutionen, Bundesländer und so weiter und so fort, damit wir alles das erkennen können. Neues Wissenschaftsparadigma ist damit eingeleitet. Es ist alles nur ein bisschen aufräumen über die schädlichen Sachen, aber dass es im Prinzip tiefliegende Fehler hat, die bei der Produktion entstehen, kommt mit keinem Satz vor. Und das ist natürlich dann bedenklich. Und wenn Sie dann sehen, dass der Hauptstadtkongress 2018 da oben erstmal sagt, ohne Big Data geht es nicht mehr, ja, dann kommen hier ein paar knackige Bemerkungen. Und dann sehen Sie hier, es hakt bei der Entwicklung, weil der Datenschutz dem im Wege steht, und der soll ja revolutioniert werden oder zumindest reformiert, auch vom Deutschen Ethikrat, dann sehen Sie, dass da Verbindungen zusammenkommen, die schädlich sind. Und 2019, jetzt vor wenigen Tagen, sehen Sie hier, überwältigende Erfolge werden da oben beschworen. Und dann sehen Sie hier bahnbrechende Forschungsergebnisse. Aber der falsche Umgang mit dem Datenschutz steht dem im Weg. Und dann ist eigentlich Alarmstufe Rot angesagt. Und das wird nochmal verschärft. Die Heilungschancen bei Krebs könnten drastisch erhöht werden darüber, aber gegenwärtig gefährdet der Datenschutz noch Leben. Und das ist schlichtweg nicht belegbar. Es ist an keiner Stelle belegbar und so wie es da steht, ist es eine grobe Irreführung der Öffentlichkeit. Und wenn man mal sehen will, wo das hingehen kann, wenn wir nicht wachsamer werden, als wir gegenwärtig sind, da sehen Sie KI ist AI, Artificial Intelligence. Die dramatischen Beispiele der Gegenwart dafür, was mit einer Entkopplung der Technik vom Menschen passieren kann, sind die beiden Abstürze von Boeing 737 MAX. Ja? Und die Piloten wussten ungefähr 4 Minuten, dass sie sterben werden und haben Handbücher gewälzt. Und es fehlte einfach der Knopf. Die wären wahrscheinlich gemütlich nach Hause geflogen, wenn sie den Knopf gehabt hätten, wieder übernehmen zu können, die Verantwortung zu übernehmen. Und Deutschland fällt weiter zurück, ist auch immer ein moralisches Argument, mit dem wir getrieben werden. Wir sind eingeklemmt zwischen China, Überwachungsmechanismen eines totalitären Systems und allmachtsverliebte CEOs in Silicon Valley. Und ich glaube, beide Seiten sind nicht die beste Richtschnur für uns. Ich habe das alles aufgeschrieben, das steht da drin. Im Fazit, Daten sind nicht Informationen. Das muss man einem Ingenieur nur im halben Satz erklären, der weiß das. Diese Qualität kriege ich nicht automatisch. Das Ganze wird massiv getrieben von Interessenkonflikten und Inkompetenz. Der Fortschritt ist quantitativ, nicht qualitativ. Wir haben nicht diese Sprünge. Und da versagt die Wissenschaft. Es gibt zum Beispiel in Deutschland von den Methodikern keine einzige Stellungnahme, die versucht, das zurechtzurücken. Ja? Man versucht opportunistisch, den Fördergeldern hinterherzurennen und das voranzutreiben. Gesellschaftlich hat das fatale Auswirkungen, auch durch dieses Versagen der Wissenschaft, weil genau das passiert, was ich Ihnen bei der Boeing gezeigt habe. Und unterm Strich gesehen, und das ist auf der einen Folie eben auch schon gezeigt worden, die Frage ist, haben wir irgendwie gute Mechanismen, es gibt 1000 Anwendungen, wo es gut funktioniert, Erinnerungssysteme oder für die alten Menschen einfach Alarmsysteme oder auch für die Compliance bei Medikamenteneinnahme. Aber was Boeing gezeigt hat, ist das hier. Und es gibt starke Tendenzen, auch in der Ärzteschaft, das aus meiner Sicht völlig oberflächlich, zu leichtfertig und damit auch verantwortungslos zu sehen. In dem Sinne entschuldige ich mich für die 4 Minuten Überziehung. Danke.